So, setzt Vegeta ein, glaube ich. Oh, epischer Fight. So, Saiyajin, Power-Up, okay. Attacke steigt, das mache ich auch. Nur, dass meine Attacke und meine Verteidigung steigen. So, Vegeta, was machen wir nun? Schau dir den Kamehameha rein. Ah, du machst noch ein weiteres Power-Up. Ja, kritischer Schaden, perfekt, und eine Kaioken-Rush. Oh, du verdammter Bastard. Diese Mistsau. Fuck. Ich werde jetzt verlieren. Level 18er Vegeta ist zu stark. Kann auch mein Bear Thief nichts mehr machen. Der hat sich zu stark gepusht. Healed Center, Exhausted, First. Alles klar. Shit. Das war ein Griff ins Klo. Ah, da muss ich Krillin vielleicht noch ein bisschen trainieren. Ist ganz schön, ist stärker als gedacht. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich Level 18er Pokémon schon hat. Der Rival auf dem Match, aber ich kann es mir vorstellen. Das stimmt, ne? Es ist, wie gesagt, das ist cool. Ist sehr cool gemacht. Aber ich muss jetzt echt mal ein bisschen trainieren. Ich denke mal, wenn aber alle Level 16 bis 17 sind, sollte das gehen. Es hat nur die Frage, wie gut kriege ich das hin? Also nicht wie gut, sondern wie schnell. Wunderbar. Ich feiere den Raumhack genauso. Das ist ganz lustig. Und ich kann mir, glaube ich, auch vorstellen, dass der als Let's Play gerne gesehen werden möchte. Aber nach Horizon Zero Dawn, bitte. So, Zaru Level 18, das sollte ausreichen. So, nehmen. Oh, Nugget! Wir sind rich, bitch. So, jetzt will ich erstmal zum Markt. Ich will mal gucken, was ich dort kaufen kann. Die Nimbus Sternstück kann verkauft werden. Held by a fighter. The holding fire is prevent from evolving. Ewigstein. Crystal. Das ist eigentlich. So. Kapsel Satan-Drink. Och, der Satan-Drink von Mr. Satan wollte mich verarschen. Ach, herrlich. So, jetzt kann ich noch 3 Kapsel kaufen. Wunderbar. Ja, wie gesagt, das Prinzip mit Pokémon, da kann man in der Regel nie was falsch machen. Da muss man eigentlich nur noch die Tiere ersetzen. Das haben die hier richtig gut gemacht. So, ach fuck, ich wollte trainieren. Und ich bin nicht geheilt. Ach, kacke. Level 17 ist okay. Body Slam. Wenn ich jetzt mit dem Affen gewinne, dann beiß ich mir den Arsch. Das ist ehrlich. Ich bin zu leeren, sind Gott in Maschinen, sind Secrets, pipapo. Ja, ja, komm. Oh ja, richtig. Ich fühl, es tut mir leid für dich. Nein, wirklich. You're always plodding. Du bist immer hinter mir. So, ich gebe dir ein kleines Fame-Checker. Walnut Fame Checker in ihr. Okay, okay, okay.
Chatty gossip like you, that's thing perfect. I don't need it because I don't give a hoot about others. Alles klar. Für so einen Lappen wie dich ist das genau das Richtige. Das ist so ein Fame-Checker. Ich brauche nicht, weil mich andere am Arsch lecken können. Alles klar. Jetzt bin ich aber wirklich bei Kau rein. Key-Items, ne? Fame-Check. Brief. Daisy? Wer ist Daisy? Ja, Chirobi, Leon. Was? Wer ist Daisy? Ist das die zweite Arenenleiterin? So, wollen wir mal gucken, was die Pipi-Klo natürlich. Easy peasy lemon squeezy. Der kommt Drunken Fist. Und dann ist der Kiss gegessen. So. Ich habe ja gesagt, ich will mindestens. Warte mal, Piccolo, Pipi-Klo, du hast doch jetzt. Makan Kosapo Electric. Ah, Elektroattacke. Cool. Das ist, glaube ich, die Höllengranate. Das kann ich auch nur, weil ich Budokai gespielt habe. Ah, Kiwi! Kiwi, du kleiner Lappen. Geil. Kiwi war der untergebene Freezers, der am Raumschiff Vegeta zusammengeflickt hat. Und dann wollten sie den auspressen, weil sie nicht wussten, dass Vegeta stark geworden ist. Und dann hat Vegeta dem einfach aus dem Raumschiff gepustet. In die nächste Galaxie. Und ja, weil sie dachten, der hätte einfach auf die Fresse bekommen und wäre noch Freezer untergeben. Ach, Kiwi, du kleiner Lappen. Du hast einen kurzen Auftritt gehabt. Dein Pech, dass du Vegeta begegnet bist. So. Okay, der sammelt Energie. Punch. Und Attacke gegen daneben. Och, komm schon, so eine Scheiße. Oder war das Masenko Kampo? Ah, es war die Höllenspirale, stimmt. Da musste er eine Runde aufladen und dann Feuer frei. Sowas ähnliches wie Hyperstrahl. Ach ja, die Höllenspirale von Piccolo. Die war immer so, dass der die immer aufladen musste. Deswegen kann er die alleine nie wirklich einsetzen. Außer natürlich bei Goku, weil der Idiot muss natürlich da stehen und sagen, komm doch. Hier ist Nummer 3. Es wird nicht einfach, natürlich. Es wird wirklich nicht einfach. Ja, ein Krit, fick doch die Hölle. Ich zieh dir einen scheiß Fühler und kack dir ins Klo, du Lappen. Was? Youngster Timmy, Slug. Oh, Slug. Oh, dieser Lappenlurch. Oh, König Slug. Das war auch ein Super Namekianer. Und da gab es auch mal ein Spin-Off. Gab es nicht im Anime, aber in der gab es, glaube ich, einen Film und im Comic. Wo hab ich's dann? Ich hab nicht den gesamten, ich hab nicht die gesamte Stripe-Serie. Dragon Ball GT.
Nein. Warte mal, was war das hier? Ne, das war nicht Slack, das war Garlic. Das war cooler. Das war auch cooler. Das war Broly. Das auch. Das hier war natürlich auch Broly. Ich glaube, das hier war das. Oder? Nee, das war der letzte Part von Broly. Hier. Nummer 29 für 2,50 €. Das ist Slug. Warte mal, sieht man da noch irgendwo ein Bild von dem? Hier noch nicht. Warte mal, wo hat man denn ein gutes Bild? Das war übrigens der große König Slug. Der war riesig. Und hier sieht man das. Hier sieht man, wie er wirklich aussieht. So groß, und hier dann steht ein Piccolo drauf, also ist ein ziemlich großes Vieh. Ach ja, die Hefte sind so alt, dass die sich schon teilweise am Einband auflösen. Ach, da ging mein Taschengeld hin. Das war mein Taschengeld. Warte mal, die ersten. Das war Dragon Ball. 2001. Für 4,90 €. Ja, da ging 50% von meinem Taschengeld hin. Jede Woche wurde sich das Ding mit pünktlich Mittwoch beim Bäcker gekauft. Der hat nämlich auch Zeitschriften verkauft, als unser Lotto zugemacht hat. Oder habe ich das bei der... Ah, ich glaube bei der... Oh, wie hieß die denn? Ich habe die immer Tante Gertrud genannt. Ich glaube, bei dem Lotto Toto habe ich das gekauft. Ich habe wieder das neue Dragon Ball. Willst du das haben, kleiner Sascha? Kostet 4,50 €. Früher war es 50-50. Früher war es so, dass 1 Euro 2 Mark waren. Und... Aber wie gesagt, Inflation, mittlerweile kostet das Ding bestimmt auch 4-5 €. Im Euro haben die Hefte dann später 2,50 € gekostet. Von daher, ach ja. Da habe ich dann immer 5 Mark hingelegt. Und dann habe ich noch 2, dann konnte ich dann theoretisch, konnte ich dann das Heft holen. Und für 5 Pfennig... konntest du damals noch einen Center Shock kriegen. Ja, kostete 5 Pfennig. Aber ich habe immer 3 bekommen. Weil ich immer regelmäßig vorbeigekommen bin. Aber pssst. Ach ja, die Tante Gisela. Oder Gertrud, Entschuldigung, nicht die Gisela. Alter, der hat sich geheilt. Dieser Pisser. Naja, das waren noch Zeiten. Ja, dafür habe ich mein Taschengeld ausgegeben. Und ich habe mir ganz früher...
Wie viele Leute gucken denn zu? Das darf ich nicht erzählen. Ich habe mir früher die Sailor Moon Heftchen gekauft. Die haben auch 4 Mark gekostet. Oder 3,50 Mark, glaube ich. Die wären heute zwar im gleichen Sinne, wären die heute so 2 Euro gewesen. Aber dann kam Dragon Ball. Und zwischendurch natürlich die die Pokémon-Sticker. Die ersten. Das war dann ganz lustig, weil im ersten Heft hat man nämlich noch gedacht, dass Porenta die Vorentwicklung von Dodo gewesen ist. Weil das war immer lustig, dass die ersten Pokémon, da haben die Pokémon-Entwicklung haben dann so als ganzes Sticker gegelten, ja. Hatte dann welche im Päckchen und wenn du dann Bisasam, Bisaknospe, Bisaflor hattest, die musstest du aneinander setzen, sodass du nicht so kleine Sticker hast, sondern so große, wo alle drei nebeneinander drin waren als Puzzleteil. Und da haben sie Porenta irgendwie als Vorstufe von Dodo gehabt. Das war Porenta, Dodo, Dotri und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang gedacht, oder hat man dann früher wirklich gedacht, dass Porenta die Vorentwicklung zur Entwicklung von Dodo gehört. Es war ganz lustig. Diese kleinen Fehler in einem offiziellen Pokémon-Sticker-Album. Das allererste. Ach ja. Ja, damit habe ich halt mein Taschengeld versehen. Und um halt keine Kleinbeträge zu haben, habe ich mir dann immer so kleine Süßigkeiten-Tüten geholt. Obwohl du echt früher echt was gekriegt hast dafür. Also, wenn ich heute beim Kiosk gehe, die auch hier so einzelne Süßigkeiten verkaufen, und da 2 Euro auf den Tisch hau und sag hier mal bitte voll machen, dann kriegst du schon was. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal bedenkst, dass das 4 Mark waren, für 4 Mark hast du 3 solche Tüten gekriegt oder hast 4 Tage was davon. Oder du bist in die Schule gegangen, warst 4 Tage beliebt. 3, 2 Tage. Ja, so war das damals. Einmal habe ich mir, glaube ich, wirklich für 5 Mark so eine Tüte geholt. Das war wirklich hier so ein Batzen Süßkram. Da war ich eine halbe Woche der Held. Und als sie dann leer waren, war dann noch die Hälfte von da. Also vor dem Heldentum. Ah, jetzt habe ich mich die ganze Zeit hochgepusht, ohne es zu merken. So. Tails, okay, der macht Saiyajin Power. Wunderbar. So, jetzt nochmal ins Heilcenter. Und Gehalt. Ich will auf jeden Fall den zweiten Arenenleiter heute noch mitnehmen. Egal wie lange es dauert. Ich muss aber vorher noch ein bisschen trainieren. Mindestens auf Level 18. Zumindest ein paar, nicht alle. So, 3 Stück auf Level 18 habe ich ja. Yamchu, Pipiklo sind eigentlich ganz gut. Aber ich muss sowieso, glaube ich, erst nochmal so, bevor ich das mache, gehe ich nochmal kurz pullern. Und ich schicke dir gleich auf Discord nochmal einen Link privat, Justin. Das ist ein YouTube-Link. Kannst du mal reinschauen und dich mal kurz auslachen. Warte mal, das mache ich, während ich auf Toilette bin. Oder kannst du dir später angucken. Die anderen kennen es halt schon. Ja, hallo. Weil ich es dir nämlich in Discord schon geschickt habe. So. Kurz pullern, bis gleich.
ja. Ich hatte nie einen Game Boy Advance besessen. Aber ich hatte den hier. Game Boy Player für die GameCube. Da kamen die Dinger rein. Ach, herrlich. Jo, gut. Ich will auf jeden Fall noch die Dingsbums machen. Zweite Arena. Zumindest mal gucken, was der, die es so hat. Aber ich muss noch trainieren. Kiwi! Super. Zabon. Ja, stimmt, hier gibt es die Freezer-Saga. Alter, der hat mir gegeben. Komm schon. Naja. War ganz lustig. War ganz lustig. Also mindestens, wie gesagt, die meisten haben schon abgeschaltet. Dementsprechend, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer noch da ist. Adriano ist noch da. Zatian ist noch da. Und Justin bist noch da. Ihr drei. Die anderen haben halt abgeschaltet. Schade eigentlich. Aber so ist das dann halt. Finde nur schade, dass sie nicht Tschüss gesagt haben. So, wollen wir mal gucken. Ja, Yamchu. Alter Kiwi, die gehen hier richtig ab. So. Ich kann das einigermaßen sehen. Oh, du Doria, du kleiner Fetzer. Ich weiß nur nicht ganz, wie genau das stimmt, weil hier werden mir nämlich auch die Twitch-Bots angezeigt. So, Tenshin Han. Hauen wir mal raus. Wunderbar. Mandara hauen wir mal raus. Yamcha kriegt Level 16. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier aus Versehen irgendwas verkacke. Wunderbar. Noch die alte. Ne, ich gehe jetzt erst nochmal ins Pokémon Center. Wie gesagt, die zweite Arena will ich noch machen und dann können wir mal gucken, was wer alles noch drin ist. Und dementsprechend würde ich dann sagen, entscheiden wir, ob wir noch weiterspielen oder nicht. Es ist ja auch schon einigermaßen Zeit. So, Neil. Ja, macht ganz schön viel Schaden. Also ich kann das im OBS Stream Chat Plugin sehen. Ist eigentlich ganz lustig. Ja, der Stuhl, der knarzt, der hört sich an wie ein alter Mann. Genauso wie ich.
Naja. So, Yamchu, Roger Fufuken. Wunderbar. So, was ist das hier? TM6 Guard, alles klar. So, Kiwi. Da haue ich ganz normal drauf. Perfekt. Piccolo ist jetzt Level 18. Das bedeutet, das läuft. Ich glaube aber nicht, dass das ausreichen wird. So, Zabon, warum ein Stück Scheiße, geh mal weg. Aha. Willst du dich doch nicht mit Monstern einlassen? Murray is beloved by all. Namekians and humans admire this wise man. Ah, okay. Why is the grass green and the water blue on Earth? We managed to create Namekian landscape on this planet thanks to Dr. Briefs. But I'm still wondering why. It's in der, ja, der sagt halt, der fragt uns jetzt halt, warum auf der Erde das Wasser blau ist und die Gräser grün. Dank der Technologie von Brief haben sie es wie auf Namek genau andersrum gemacht. Und er denkt, ah, du bist ja ein Erdling, also muss dir ja dieser Ort komisch vorkommen. Bist du auch ein Trainer? Ah, die Erde ist so friedlich. Auf Namek kommen immer irgendwelche Tyrannen an und attackieren uns. Hi, ich bin Leon. Ich bin ein Experte, but ich habe ein kleines Problem. Ich versuche mich zu teleportieren, aber irgendwie, wer muss den Knopf drücken? Könntest du das tun? Das ist nicht viel, worauf ich... Okay, ich gehe in den PC. Er geht in den Teleporter und ich muss jetzt einen Knopf drücken. Alles klar. Teilweise kann man das, teilweise kann ich das sehen, Justin. Hat geklappt. Super. Ja, danke, Kumpel. Ich schulde dir was. Bist du nicht hergekommen, um meine Investigation zu sehen? Nun nicht? Ah, das ist schade. Aber ich muss dir irgendwie danken. Oh, hier, vielleicht wird das es tun. SS-Ticket. Alles klar. MS an. Na gut, jetzt will ich mal gucken, was mein Kämpferteam so sagt. Und dann will ich mich mal in die Arena begeben. So, Krillin und Yamchu, die müssen noch trainiert werden. Weißt du was, ich gehe da auch nach oben, da sind die Viecher ein bisschen stärker. Beziehungsweise die Kämpfer, Entschuldigung. Ja, der erste Krieg. Der erste Kämpfer, der mir entgegenkommt, macht mein Krillin fertig. Finde ich super. Und jetzt kommen diese Schwachen. Och, Mann. Oh, ich kann hier Slug fangen. Was ist so, Tikian? Ah, nicht schlecht. So, das bedeutet, weißt du was? Auf Krillin geschissen. Obwohl eigentlich nicht, weil Krillin ist ja eigentlich schon ein cooler Dude. Vor allem kriegt er die heiße C18 am Ende. Und kriegt eine Tochter mit ihr. Das ist der Erste, der einen Cyborg zum Menschen verwandelt und mit ihm Baby zeugt. Krillin, du bist schon echt komisch, mein Freund. Da bin ich wenigstens nicht ganz so komisch drauf wie Chi-Chi und Bulma. Oh, ich muss mal das Fenster aufmachen, es wird langsam warm hier. So, habe ich die Misukine abgesagt?
Tschüss gesagt. Wundert mich, dass sie das nicht macht. So, Energy Ball. Ach, komm schon. Krillin ist echt schwach. Warte mal, ich kann eigentlich mal gucken, was für Bären ich hier die ganze Zeit habe. Wenn Heldbar ja Fighter hält, okay, Paralyse, Aufweckung, halt Verbrennungen, Defrosten, HP, Konfusion. Kann ich vielleicht Krillin geben? So, du bist der Erste, Dodoria. So, die Arena möchte ich jetzt nicht im Schnelldurchlauf benutzen. Na, ah, Kopf muss. Oh, das hat wehgetan. Na gut. Dann setzen wir den Affen. Komm, wirf mit Kacke, mit Bananen, Schrei, Piss. Schieb den Finger in den Arsch, riech dran und fall um. Isukina hat kurz Hallo gesagt, das war es auch schon. Na gut. Level 19, das ist okay. Schauen wir mal los, jetzt Zabon ein. Ich bleib bei dem Affen. Wunderbar. Es ist unglaublich, Krillin ist so eine schwache Nudel. Ja, ich weiß nicht, ob du Dingsbums, ob du die Dragon Ball Reihe kennst, aber C18 war, gut, C18 war ein Mensch und wurde dann als Cyborg gemacht. Deswegen heißt die ja C18, aber Bulma hat die in einen, Muri, alles klar. Riku, der Typ ist so strange, wie er dumm ist. Jetkick. Tschüss, Krillin. Oh, doch nicht. Uranbeere bringt nichts. Ja, toll. Krillin, du bist scheiße. Naja, auf jeden Fall. War C18 Cyborg. Wurde dann später von der Bulma wieder zum Menschen, also war ein Mensch, dann Cyborg und wurde von Bulma wieder zum Mensch gemacht und ja, die sind dann irgendwann zusammengekommen, obwohl die C18 als Cyborg schon irgendwie Bock auf den Krillin hatte. Da sollte die ja dann mit einer Fernbedienung abschalten in der Zellsaga, ist aber nicht passiert, weil Krillin Zuneigung hatte und damit konnte Cell sie dann irgendwann doch absorbieren und dann ordentlich Damage anrichten. Willkommen, junges Kind. So, du bist hier, um gegen mich zu kämpfen. Du solltest mich besser nicht enttäuschen. Wenn du kämpfen willst, dann gib dein Bestes. Meine Kämpfer will not hesitate to strike with all their might. Wir werden sich nicht zurückhalten, um mit all ihrer Kraft zuzuschlagen. Glaube ich, Hestet, weiß ich nicht, was das genau bedeutet. Ich habe es jetzt einfach nur aus dem Kontext rausgelesen. Ah, Leader Muri. Das ist ein Name, Kiana. Oh, Ginyu. Tschüss, Krillin. Mach's gut.
Das sieht aus wie Turbo-Tempo. Okay. Yes. So, Energieball macht fast keinen Schaden. Was ist mit der Drunk Fist? Ach, Krillin, du bist schwach. Mach's gut, Krillin. Hätte sowieso nicht gerechnet, dass du irgendwas reißt. Ich muss mich mal um Krillin kümmern, der ist mir zu schwach auf der Brust. Während Yamcha dann doch ordentlich aufpauscht. Na komm schon, so die kann. Das schaffst du, das kannst du. Ah, das sind Energieschläge. Ich glaube, der Yamcha ist in Energieschlägen nicht gut. Ja, das ist eher ein Kämpfer. Ist okay. Och nö, nicht so ein Satan-Drink. Ah, ich weiß nicht, ob er das aushält, aber ich glaube nicht. Mach's gut, Yamcha. Fuck. So, Pipi-Klo. Jetzt bist du dran. Mach mal einen Kick. Das ist okay. Ich glaube, das war jetzt dumm, dass ich jetzt den Masenko Kampo gemacht habe, also die Höllenspirale. Ah, super. Und Attacke ging daneben. Willst du mich verarschen? Nee, also da bin ich jetzt nicht gewillt, meinen Pipi-Klo aufzugeben. Muss ich an die Ecke strullen oder die Flasche voll machen. So, dann machen wir mal einen Kick. Dann sollte der Ginyu in seiner Unterhose gegessen sein. Perfekt. Oh, Freezer. KI-Boomer. Fuck. Oh, Freezer, du Mistsau. Und das ist ja noch in der ersten Evolutionsform. Ist noch okay. Wollen wir mal gucken, was der Bear Thief so machen kann. Jawoll. Ah, perfekt. Paralysiert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den zweiten Leader schaffe. Blade bringt gar nichts. Alter, wenn du jetzt nicht aufhörst mit deinem scheiß KI-Boomer Freezer, dann schicke ich Goku rein und hau dir ein Kamehameha in deinen Arsch. Volle Kanne in deinen Arsch. Ja! Mach's gut, Bear Thief. War cool mit dir. Fuck. Will ich den Affen oder den Kakarott? Justin, was meinst du? Affe oder Kakarott? Hier noch irgendwas rumliegen, was man so schnell schnabulieren kann. Kalte Pommes und kalte Nuggets. Den Affen oder den Son Goku? Gerade noch was am Suchen. Das wird dem Freezer gar nicht gefallen, wenn er vom Affen besiegt wird. Er hat sich nämlich über die Saiyajins immer beschwert, dass es wertlose Affen sind. Und jetzt kommt da einfach so ein Affe und... Tail Smash. Bye, Freezer. Tschüss. Du wurdest von einem Affen geschlagen. Wow, du bist stark. Alles klar, du kannst den Namek-Orden haben. Alles klar, super.
Der Namek-Orden macht das alle Level 30 gehorchen mir. Selbst Außenseiter. Getauschte Kämpfe, aber das, ich weiß nicht, ob du das hier reinkriegst. Und hier meine Favoriten TM. TM 14. Augenstrahl. Use it on a Namekian Fighter. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht für unser Pipi-Klo. So, Energy Punch. Speed Up. Tail Smash. A-Beam. Feuer. Das ist cool. Attacke und Verteidigung ist natürlich geil. Fire the Powerful Beam. Ich würde gerne. Warte mal, 40, 100, 195. Ich würde den Punch gerne weghauen. Ach, das erinnert mich an was. Ich muss meine Englisch-Skills mal wieder ein bisschen verbessern. Also. TM verbraucht. Ich kann immer noch kein Englisch. Gut. Schade. Ich dachte, das würde klappen. Wäre schön gewesen. Ja, das war die zweite Arena, Namek. Willkommen, Heal Center, jawoll. So, weißt du was? Ach nee, komm, draufgeschissen. So, jetzt kommen wir hier lang. Da oben ist wieder so ein Typ von Team Pilaf. Die heulen rum, dass was gestohlen wurde. Beer Thief, okay. Energy Ball, ja. Oh, Kredin, du bist echt viel zu schwach. Jawohl. Perfekt. Tschüss. Oh, Guldo. Krillin war immer schwach. Das stimmt. Guldo habe ich noch nicht. Nail haben wir schon. Obwohl Krillin der stärkste von den Menschen war. Ich bin der Coaching. Would you like to train one of you? Ja klar, warum nicht? Du kannst gerne Krillin benutzen. Alles klar, von mir aus. Soll er trainiert werden. Hallo kleines Mädchen, hey, hast du ein Osaru? Möchtest du gegen meinen Slug tauschen? Nein, Slug habe ich selbst. Kriegst man Riesenaffen nicht. Ich brauche doch einer, der immer für mich den Affen spielt. People verlieren manchmal Dinge auf dem Part. Ah, stimmt, da war was. War das hier? Ich will das jetzt haben. Das ist hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo das bei den Remakes liegt. Ach, dann leck mich doch. Okay, es schneit. Ah, oh, Cyborg C13. Cool.
Oh, Level 20. Willst du mich verarschen? Oh, jetzt kommen die hier. C15. Diese kleine Mistsau. Das ist die Cyborg-Saga. Das ist cool. Das ist wirklich cool gemacht. Und C14. Ah, die beiden. Die habe ich auch als Dingsbums. Die habe ich auch, die Geschichte von denen. Habe ich auch im oh, Bioman. Wo kam die denn her? So, okay, die hole ich mir natürlich. So, oh ja, natürlich will ich die Genki da mal kennenlernen. Mach ich den Punch mal. Nein, ist egal. Da wollte ich zu schnell. Jawohl, Genki-Dama, mein Freund. Okay. Er ist ein bisschen overpowered. Perfekt. Ja, der Tag läuft, ne? Cyberman, ja komm, Kamehameha, der Käse ist gegessen. Und dann noch ein Punch. Ich wollte eigentlich den Punch weghauen, anstatt die Kaioken. Na komm, ist egal. Was? Oh, ich kann hier drüber. Wunderbar. Oh, Son Goku ist so stark, dass der jetzt alle one-hittet. Ja, theoretisch. So, warte mal, Son Goku ist jetzt auch schon auf dem passenden Level. So. SP Piccolo, der hat einen erweiterten Piccolo. Ist eigentlich ganz lustig, weil SP Piccolo, der ist nämlich der Piccolo, der sich mit Neil schon verbunden hat. So, jetzt kann ich den auch nochmal fangen. Wunderbar. Mach's mal am Hammer. Du spielst mit mir. Wunderbar. Ich spiel mit dir, Baby. Ich mach dir ein paar warme Gedanken in dieser eisigen Gesellschaft. So, was hast du, Raditz? Komm schon. Ich hab den Affen. So, es ist cool, dass hier die Dingsbums, dass hier die Cyborg-Saga drin ist. Das gefällt mir. So, ich muss jetzt hier zu dem... MS an. Ich sollte mal speichern. Oh, das nervt. Ja. Save Error. Please exchange the backup memory. Ah, schön, dass diese Funktion nicht funktioniert, aber wir spielen auf dem Emulator. Von daher ist mir das relativ wumpe. Speichern und fertig. So, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr noch Bock auf das Game? Also klar, natürlich habt ihr Bock auf das Game, sage ich ganz ehrlich. Aber habt ihr noch heute auf Lust auf heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt gerade nicht mehr so in der Lage. Habe jetzt auch keine Lust mehr. So, C15. Ich weiß nicht, ich mag C15 nicht. Ah,
C20. Dieser kleine Lümmel. Dieser kleine Lümmel. Ja, mach ruhig dann Zielschlag. Auf ein Stück Scheiße bist du nichts. Alter Opa. Herr Kellner, ich hätte gern einen Kirschkuchen, bitte. Nein, aber du kannst mich mal an deinem Kirschkuchen nuckeln lassen, Baby. Nee, Quatsch. Wild Cruise Elegant Crazy, alles klar. Was ist mit dir, Kleiner? Ich liebe Reisen, du nicht auch? Ja, super. Was geht's hier? Raum voller Mädels. My fighters protect me during my journeys. Alles klar, deine Fighter beschützen dich also während deinen Reisen. Ah, oh, C8. C8. Och, komm schon. Nee, den will ich nicht ärgern. Das ist ein lieber Cyborg. Der ist cool. Komm, der ist cool. Alles klar, hier, Zeit ja. Und danke fürs Reinschalten. Hau rein, gute Nacht. Ich mache auch nicht mehr lange. Ich liebe Kämpfe. Und du? Oh, wo kam der denn her? Ich glaube, das war auch ein Dragon Ball Charakter. Den kenne ich aber leider nicht, muss ich sagen. Den Bouillon. Ja, oh, diese fette Sau. Weißt du was? A-Beam. Bam. Ah, shit. Fuck. So, Onigimi. Wir überqueren die ganze Welt, meine Kinder und ich. Alles klar. Supi. Warte mal, warst du das? Muss ich mir... Ist eigentlich ganz süß. Komm, leg dich in mein Bett und ruh dich aus. Oh, ist die super. Im Hintergrund jeweils. Ah, ich bin von der Polizei und ich bin hinter Team Pilafair. Alles klar. So, hier ist das Board. C19. Ah, oh, dieser hässliche Fettsack. Key Absorb. Ja. Das hat er bei Vegeta auch versucht. Bis Vegeta ihm die Hände abgerissen hat. Und dann hat sich das mit Key Absorbing. Okay, du fühlst dich seekrank, obwohl das Schiff noch am Laufen ist. Du willst kämpfen. Aqua. Oh, war der in der Hölle unterwegs oder wo kam der her? Ja, Feuer bringt da natürlich gar nichts. Fighter. Alles klar. Ich weiß gar nicht, wo der Aqua hergekommen ist. Trunks. Ah, das war Trunks. Cool. Das wird wahrscheinlich das Relaxo sein. So, Pipi-Klo. Ja, bringt natürlich nichts. Da benutzt du jetzt erstmal Kick. Und für deine einzige Elektroattacke ist das alles ein bisschen doof. So, den muss ich auch nochmal irgendwann austauschen. Alter, ist der schwach. Ist der schwach. Alter, was geht denn hier ab? Muss ich jetzt erst zum Goku rausholen oder was? So, Stardust, okay, Sternstaub, auch wieder nur was zum Dingsbums. Okay. Die Lava, nur Müll. Hier war ich schon drin. Eieiei. So.
Ja, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ja, von mir aus gebe ich auf den Sack. Ich habe einen Affen, der dich kaputt haut. Du und deine Monster. Du bist gar nichts gegen meinen King Kong für Arme. So, tschüss Raditz. Mach's gut, Neil. Wunderbar. X-Attack. Wunderschön. Okay, die labern nur rum. Okay, manche Menschen werden krank. Der Captain sah halt nicht gut aus, etc., etc. Ach, weißt du was? Komm, drauf geschissen. So, ich will jetzt erstmal hier lang. Hier zu der Dame ins Bett. Dankeschön. Wer weiß, was sie mit uns macht. Und dass es uns gut geht. Ich will hier erstmal jetzt alle raushauen. So, Supertrank. Die wollen kämpfen. Das ist super. Alter Raccoon, du siehst echt aus, als würde so gerne mal die Miraplas von unten angucken. Jawohl, Piccolo hat sich entwickelt. Wunderbar, in die erste Form ist er ganz gut. So, Nugget, alter Schwede. So, ja, ich könnte eigentlich theoretisch gleich wieder heilen gehen. Everstone, Crystal, Nugget, Speed, Stardust, Aether. Sind mir eigentlich relativ egal. Na, machen wir das. Weißt du was, Justin? Wir machen das Dingsbums noch. Und dann würde ich auch sagen, Tschüssikowski. Das Bötchen machen wir noch. Aber natürlich dann komplett, ne? Und dann ist genug für heute. Alter, wir werden reich. Wie viele Nuggets haben wir? 3 Stück. Wie viel Kohle hat unser Walner? 21.000. Ist nicht wenig. So, Aqua, komm weg. Das hat doch keine Herausforderung mehr. Kann sich Yamchu eigentlich entwickeln? Das wäre langsam an der Zeit. C13, diese Drecksau. Pico, Pipiclo, jawohl, A-Beam, tschüss, weg. Naja, Piccolo ist jetzt nicht mehr so schwach. Nachdem er sich mit Neil verbunden hat, tritt er schon ein paar Ärsche. So, wollen wir mal das kleine Junge wieder zu der kleinen Dame hin. So, ich will hier natürlich noch in die Küche. Sherry Berry, das ist Sherry Berry. Was haben wir denn hier? Sherry Berry. Heal-Paralyse. Och, komm schon. Chesto Berry. Achso, hier findet man... im Remake war das ja so. Great Caps, alles klar, Superball. Da hat man ja in dem Mülleimer nur Beeren gefunden. Warte mal, das war fertig. Z-Drink? Was ist ein Z-Drink? Ah, ein Hypertrank. Wie cool ist das denn? So, da kann unser Kaklo jetzt kommen. Alle in unser Poloch. Wir haben den Rivalen ja Poloch genannt. Warte mal, hier waren wir. Alles klar, Poloch. Ja, ja, du warst beim Captain. Ah, cooler, du Ratte. Für den Stream am Freitag muss ich echt Dingsbums
die anderen Kopfhörer rausholen. Weil hier tun mir langsam die Ohren weh. Und wir sind gerade mal 3 Stunden online. Da wird ein 48-Stunden-Stream mit da nichts draus. Jawohl, Yamcha hat Cooler besiegt. So, nehmen wir mal den hier. So, jetzt nehme ich nochmal den Pipi-Klo. So, nochmal den Affen. Crush. Was ist denn Crush? Ah, okay. Mit der Pfote sozusagen. Alles klar. Ja, das war's mit Vegeta. Rival Poloch. Ich hab dich gewinnen lassen. Das habe ich aber auch so das Gefühl. Der ist relativ schwach. I hear there was a Cutmaster on board, but he was sicking old man. Ja, ja, Zerschneider, sinnvoll, wunderbar. Ja, ja, pipapo, wunderbar. VM1. So, Key Items. TM Base. Na, super. Den ich eigentlich austauschen wollte, der kann's. Na gut, dafür hat er auch ein Schwert in der Hand. Das war okay. Tschüss. Wunderbar. Jetzt will ich nochmal ins Dingsbums. Ich will nochmal gucken, wer die Arena ist. Vielleicht kann ich da demnächst schon mal einen kleinen Teaser geben. Go away. I'm not allowed to speak. Alles klar. Ich würde gerne wissen, wer... Nur Trash hier. Oh, kommt schon. Jetkick. 50, 60. 85. Oh. Aber erstmal Guard weg. Das ist mir nämlich. Och Mann. Oh, wollt ihr mich verarschen? Na, ich weiß nicht. Ob es C18 ist, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher ein Kämpfer. Genauso wie Dingsbums. Genauso wie C17. Och, ich hasste das echt mit diesen zwei Dingern. Was ist Sai Sai? Ah, sowas wie Genesung. Okay. Ist eigentlich nicht schlecht. So. Weißt du was? Ich benutze jetzt mal ein Crystal. Ich habe nämlich jetzt keine Lust irgendwie. Switch. Och, ich hasse das. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nervig.
Endlich, Gott sei Dank. Achso, dich muss ich auch noch besiegen. Ja gut, Jetkick bringt nicht so viel. Der kleine Wichser von der Red Ribbon Armee. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Die Cyborgs wurden ursprünglich von der Red Ribbon Armee gemacht. So, safe. Wie konnte ein Kind reingekommen? Das ist unglaublich. What? Ich bin kleiner als du, hast du gesagt? Are you claiming that I... Willst du damit behaupten, dass ich ein Zwerg bin? Ich gebe dir eine gute Lektion. Zeig mir deine Kämpfer und lass uns sehen, wer der Beste ist. Ach, das ist der Leader General Red. Das ist wirklich ein Zwerg. C18, das ist die Tussi. Das ist die Tussi, die ich gemeint habe. Die war böse. Und ist dann später zu den Guten geworden. Wurde dann wieder ein Mensch gemacht. Und ist dann mit dem Krillin zusammengekommen. Im späteren Verlauf haben die dann auch eine Tochter. Oh, C18 ist ganz schön stark. Da hatten die Saiyajins schon keine Chance. So, paralysiert, das ist ganz gut. Kann ich schon mal ordentlich auf die Fresse kriegen. So, und C17, ihr Bruder. Das ist eigentlich später in Dragon Ball Super gut geworden. Später hat man ihn einfach aus den Augen verloren. Aber C17 war der Bruder von der C18. Und wen hat er jetzt noch? C16. Ah, die aus der Zeltsage. Und C16 war halt... Nee, das war... Das war die C... Oh, wie hieß die denn? Das war aus dem Dragon Ball Fighter Z Spiel. Die, die hatte eine gute und eine böse Seite. Und die böse Seite von ihr hat die Leute gefressen. Oder Power absorbiert. In der Dragon Ball Serie gab es das ziemlich häufig. Bei Dragon Ball Fighter Z war das die böse Seite von der C20, glaube ich. Bei der Cell-Saga war das Cell, der Menschen ausgesaugt hat, um stärker zu werden, bis er dann die zwei Cyborgs hier absorbieren kann. Und die letzte Story war das dann, das war dann der Dämon Buu. Und die C20, glaube ich, war auch diejenige, die genauso aussah wie der Dämon Buu. Und dementsprechend dann angefangen hat und hat eigentlich das gleiche gemacht. Es war wie Dämon Buu nun weiblich. Was ein bisschen traurig war, dass sie das einfach so billig gemacht haben. Na, du hattest Glück. Kein Kind kann mich schlagen. Aber okay, du kannst den Red Badge bekommen. So, und noch irgendwas anderes. Ist mir eigentlich relativ egal. Energieschild oder so. Super. Haben wir die dritte Arena doch noch gemacht, obwohl ich nach dem Dingsbums aufhören wollte. Gut. Safe Game. Safe. Jawohl. Gut. Das schickt dann für heute.